Der Panther von Rainer Maria Rilke. Vorgetragen von Greenbelt Facts TV. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Sterbe so müd geworden, dass er nicht mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Sterbe gäbe und hinter 1000 Sterbe keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Lieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Der Panther ist schon ein etwas älteres Gedicht, aber dennoch aktuell, wenn man es richtig interpretiert. Der Panther in dem Gedicht ist hinter Gitter eingesperrt und hat keine andere Abwechslung als hin und her zu laufen. Ich gehe davon aus, dass der Panther in einem Zoo oder aber auch in einem Zirkuskäfig eingesperrt ist. Viele Tiere sind in viel zu kleinen Käfigen eingesperrt, teilweise auch von Privatpersonen gehalten. Artgerechte Haltung ist in einem Zirkus nicht gewährleistet. Deshalb fordere ich ein Verbot von Tieren im Zirkus. Und bitte, liebe Zuschauer, macht keine Streicheltouren im Urlaub mit wilden Tieren. Denn die werden meist nicht artgerecht gehalten. Außerdem bedeutet es für die Tiere enormen Stress. Ich freue mich auf das nächste Türchen. Bis morgen.